Was macht ihr denn? Was könnt ihr machen? Gebäude wurde errichtet. Wir haben hier es wieder mit der Faust zu tun. Die Faust besteht hauptsächlich aus Orks oder beziehungsweise hier irgendwelchen dummen Barbaren oder sowas. Auf mein Kommando. Dementsprechend nichts Intelligentes. Zur Ehre Aonies. Was so viel heißt wie? Verfügt über mich. Akademie braucht man nicht. Weiße Hand könnte vielleicht, könnte helfen, muss aber nicht. Also nicht unbedingt. Unsere Einheiten regenerieren sich eh selbstständig durch die Nahrung, durch die Narunge. Auf mein Schnell. Zeichen. So, aber dieses kleine bisschen Aria wird uns nicht unbedingt reichen. Das ist das Problem. Wir müssen schon bald expandieren. Und dazu müssen wir raus. Wir wollen auch nicht zu lange mit Vorbereitungen treffen. Wir wollen uns ja bald ins Kampfgestümmel stürzen. Und von daher machen wir das Allernötigste und stürzen uns dann kopfüber in den Kampf. Gebäude wurde errichtet. Gut, der Tempel des Lichts steht, aber Kleriker sollten trotzdem noch nicht gebaut werden. Aber ich kann schon mal erst Rekruten hochziehen. Das ist doch eine Idee. Machen wir mal 10 Stück. Hey, nochmal ein Upgrade. So, sobald die Sonne anfängt richtig aufzugehen, hier oben übrigens, habe ich noch gar nicht erklärt, hat die bestimmt ein Tutorial irgendwann hergeplappert. Aber, naja, da ich die meiste Zeit nicht zugehört habe und im Endteil des Tutorials die Sprecherin gefesselt und geknebelt habe, wie erwähnt schon, habe ich das nicht mitgekriegt und ihr noch weniger das mit den Tageszeiten. Ihr habt ja schon gesehen, ihr habt manchmal eine Sonne aufgehen sehen, einen Mond aufgehen sehen. Und ja, in dem Spiel gibt's Tages- und Nachtzeitenwechsel. Auf meinen Befehl. Sofort. Ach, dann lauf eben zurück. Wenn ich jetzt vorlaufe, sehe mich die Goblins und dann kommt noch ein größerer Angriff. Also lauf zurück und sag Bescheid. Von mir aus. Die Tageszeiten wirken sich eigentlich in erster Linie nur auf die Sichtweite aus. Unser Held sieht immer gleich weit, egal welche Uhrzeit ist. Unser Held sieht immer sauweit. Die Einheiten sehen nicht weit, also wirklich nur einen ganz kleinen Radius, wenn man die Einheiten erkunden lässt. Und nachts sehen die so gut wie überhaupt nichts. Da sehen die nur den Ort, wo die drauf gerade stehen. Das ist echt hart. Ansonsten hat das jetzt erstmal keine Auswirkungen, außer vielleicht von Lichteinstrahlung, wo der Schatten ist, also so optische Sachen. Rein spieltechnisch hat es noch einen Unterschied, und zwar für manche Quests könnte man es gebrauchen. Es gibt manche Sachen, die man nur nachts erledigen kann, zum Beispiel. Ach, noch mehr Rekruten, was soll's. Da schießt schon doch noch eine Weile. Setzen wir noch ein paar Leute dran. So. Sechzehn müssten fürs erste reichen. Dann sollte ich noch ein paar Scharfschützen bauen. Herr der Rune? Schon dabei. Was wünscht ihr? Noch ein paar Türmchen mehr. An die Arbeit. Was soll's? Wir sind jung und haben das Holz. So. Schießstand endlich mal fertig, bitte. Bitte, 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 bitte. Gebäude wurde errichtet. Oh, habe ich erwähnt, wir sind jung und haben das Holz. Och Mann. Das ist gemein. Ach so, was soll's. Dann machen wir den ersten Sturmangriff ohne Scharfschützen. Ja, wir machen jetzt den ersten Sturmangriff. Ich will doch keine Scharfschützen ausbilden, bevor die einen Doppelschuss beherrschen. Das ist 100% mehr Schaden bei einer Massenschlacht. Wenn sie gleich zwei Schüsse abfeuern. Darauf verzichte ich doch nicht. Ja, sofort. Schnell. Nehmen wir die Truppen, die wir haben. Ja, ihr habt mich gesehen. Es tut mir so leid. Ihre Speer haben uns entdeckt. Sie benachrichtigen ihre Lager. Der Tanz geht los. Bleibt standhaft. Hey, der Spruch hat gepasst.
Schließt die Reihen. Ohne Ruf? So, dann haut euch mal durch, Leute. Vorwärtskrieger. Westmann Baba. Alles klar. Verstanden. So, dann stoßen wir mal vor. Gibt's hier noch irgendwas Tolles? Ich sehe hier nichts mehr. Aber Aria gibt's hier. Das ist toll. Gleich drei Abschöpfquellen. Das ist super. Verstanden. Gebäude wurde errichtet. Zum Seelenfluss. Brigant Scharfschütze. Ach, mein Held steht noch hier. Ja. Was wünscht ihr? Die Rune wird sofort ausgeführt. So. Und da ist noch weiteres Eisen. Das ist auch sehr, sehr toll. Können wir auch noch gleich mit abschröpfen. Ansonsten bauen wir noch ein paar weitere Bauern. So, hier gibt es einen kleinen Kampf wieder. Vorsicht, mein Sie sind hier! Und los! Sofort! Alles klar, und weiter vor. Dieses Lager will ich brennen sehen da oben. Da ist garantiert ein Lager. Irgendwann müssen die Gegner herkommen. Die Rune ruft? Dachte ich's mir. Vorsicht, Sie sind hier. Und dein Tronk ist auch da. So, mein Schlachtruf ausgebrüllt. Jawohl. Auf mein Zeichen. Verstärkt die Verteidigung. Mir nach. Für den Orden. Genau. Und Tronk. Rauchquarz hast du dabei, Tronk. Das finde ich toll von dir, Tronk. Echt mal. Tronk, du bist mein Freund. So. Da oben sind noch ein paar doofe Goblins. Die kümmere ich mich gleich noch. So, Doppelarmbrust. Neue Fähigkeit verfügbar. Toll. Könnte gerade mal ein paar Armbrustschützen ausbauen, aber egal. Die Rune ruft. Befehl. So. Unverzüglich. Jetzt kümmert euch mal um die blöden Goblins da. Alles klar. Was wünscht ihr? So, und dann sollte ich die Frontlinie mal vortreiben. Ich traue mich nämlich nicht, hier Gebäude zu errichten, solange hier oben noch frei ist. Da geht's gleich zum nächsten Lager. Und das ist nicht toll. Alles klar. Auf dem Weg. Zur Ehre, Aonir. Zu Befehl. Auf dem Weg. Feindlicher Kontakt. Zu Befehl. So. Weiter draufhauen. Mal schön weiter draufhauen. Zu Befehl. Du bist doch auch des Wahnsinns, oder? Warum ist mein... Ach so, stimmt. Ich habe meinen Held noch nicht mit in den Trupp genommen. Okay. Haut mal kaputt. Der Arme. Ja, noch eingefroren. Ja, minimiert seine Chancen von 0% noch in den Minusbereich rein. Kein Problem. Bereit. Und los. So. Folgt mir. Sofort. Gehen wir mal dahin und blockieren ein bisschen. Dann können da hinten ein bisschen weiter expandiert werden. Und das ist doch niemals schlecht. Jetzt bauen wir auch noch ein paar Scharfschützen dazu. Hey, wir können sogar das Kleriker-Upgrade schon machen. Was heißt, wir können jetzt tatsächlich, wir können jetzt schon Kleriker verbesserte ausbilden. Nehmen wir auch gleich noch 4 Stück dazu, was soll's. Sind wir mal nicht geizig. Auf mein Kommando. So, die paar Barbaren da, das ist kein Ding, die werden in die Türme reinrennen. Und das, was nicht in die Türme rennt, wird von den Scharfschützen erschossen, was draußen rumrennt. Wir kümmern uns mal um die Offensive. Und los! Ab geht's! Bleibt standhaft! Die sollen bloß keine große Zeit haben, sich großartig zu sammeln. Verstärkt die Verteidigung! Auf meinen Befehl! So, weiter. Schnell. Oh, die kriegen einen Pfeilhagel ins Gesicht, die Armen. Tut mir wirklich leid. Bereit für den Kampf. So. Zu euren Dienst. Greift sie an. Gebt
Und schön draufhauen. Helden hauen niemals so automatisch Gebäude drauf, das muss man mir erst sagen, aber geht schon. Gebt das Zeichen. Na, gut. So, um noch was zu sagen, genau. Ihr habt ja gehört, dass alle immer Aonies Licht grüßen, also Aonia, oder zu Ehre Aonies. Also, wer ist überhaupt dieser Aonia? Das will ich schon mal soweit verraten. Was soll's? Aonia ist so gesehen Gott. Also, ich will's mal so sagen. So wie in der griechischen Mythologie Zeus der Gottvater ist, also der Vater aller anderen Götter, so ist hier in Spellforce Aonia der Gottvater. Gebt das Zeichen unterwegs. Das heißt so, der Hauptgott von allen ist Aonia. Bereit und los für den Orden. Sie sind überall. In der Spellforce-Geschichte zumindest. Sofort. So. Wir können mal weiter expandieren. Da holen wir uns mal noch. Ja, so eine große Eisenstelle. Dann machen wir es mal so. Weil die Sachen zur Schmelze zuerst gebracht werden, tun wir die Schmelze zuerst bauen. Ziemlich nah dran. Dahin. Und eine Mine auch gleich mit dazu. Und die stellen wir dahin. Dann noch drei Leute für ein Aria-Schrein. Wenn ich ihn finde, da. Und dann noch ein Turm zur Absicherung. Man weiß nie. Also ich tue immer wieder mal hin und wieder gern ein paar Türme aufbauen, auch in Zwischengebieten oder so, nur um ein paar Gebiete abzusichern, weil wenn ich jetzt nur eine Front verteidige und ein paar Gegner wischen durch, dann ist es auch immer doof. Es ist niemals schlecht, ein bisschen abzusichern und ein paar Türme mehr zu haben. Oh! Sofort! Cool. Das haben wir jetzt schon? Jetzt schon? Das ist cool. Neue Einheitenpläne und Gebäudepläne. Jetzt verfügen wir so gesehen schon über das fast gesamte Sortiment der Menschen. Getreidefarm, Fischerzunft, klar beides zur Nahrungsgewinnung, Sägemühle, das ist wie bei der Schmelze, erhöht halt die Holzproduktion, und eine Rüstkammer. Was können wir mit der Rüstkammer bauen? Den Landsknecht können wir, nein, brauchen wir auch. Für den Landsknecht brauchen wir eine Rüstkammer und für den Paladin. Und der Paladin ist ein ziemlich großer. Aber das wird das jetzt schon? Also kann das sein, dass das vielleicht am allerneuesten Update, also am neuesten Patch liegt? Aber nein, ich habe es damals auch schon auf dem neuesten Patch durchgespielt. Ich kann mich nicht erinnern, hier schon so hohe Einheiten bauen zu dürfen. So früh im Spiel? Na gut, okay. Ich will nicht meckern. Hoch und hier los. Schon auf dem so, Weg, schon du bist mit der Mine. Der Rest baut jetzt mal erstmal ein großes Haupthaus. Kein unterwegs. Holz. Gut, dann baut ihr erstmal eine Sägemühle, dass wir mehr Holz haben. Das ist eine Idee. So, hallo? Warum sind meine Einheiten nicht mehr ausgewählt? Das finde ich doof. Das finde ich nicht schön. Zu Befehl. Und verzüglich. Hallo? Das Zeichen. Verstärkt die Deckung! Auf mein Zeichen. So. Schließ die Reihen. Ah, verklickt. Fail. Ja, haut den mal kaputt. Ja. Sehr schön. Folgt mir. So. Ja. Einsatzbereit. Jetzt lasst euch. Nein. Oh nein. Bereit. Und los. Sergeants Einsatztruppen sind jetzt auf dem Weg gerade dahinter. Können wir nicht einfach so zugucken, wie die sterben? Besonders Sergeant Einer nicht. Ich glaube, der kann nicht sterben, aber trotzdem. Schlachtruf! Verstärkt die Verteidigung! Ein Leutnant der Faust. Böse. Heilung. Auf mein Zeichen. Oh nein, ein Utran-Kriegsmarke, der. Warum habe ich immer noch nicht meine Truppe ausgewählt? Oh, oh,
Nein, das war's mit dem Ultrakriegsmagier, der Arme. Och Mann, das finde ich jetzt doof. Na egal. So, Elijah Twong. Das war's für dich. Och verdammt, warum müssen die sich automatisch so aufteilen? Ich mag's nicht, wenn meine Truppen aufgeteilt sind. So. Gebäude wurde errichtet. Ich will jetzt endlich das große Hauptdorf errichten. Das finde ich doof. So, was hast du bei dir gehabt? Ah, nicht anklickbar hast du dabei. Boah, das ist ja mal richtig geil. So was wollte ich schon immer mal haben. Obsidianmaske. Oh, ein Feuerstahlsäbel. Kannst du die benutzen, lieber Herr? Grundkrieger, dessen Name mir nicht einfällt. Da müsstest du es verwenden können. 4 bis 10. 6 bis 10. Dann nimm mal den da. So. Oder kann denn auch die anziehen? Nee. Okay, alles klar. Auf mein Zeichen. So, wow. Ja, nicht ein bisschen übertrieben, oder so, ihm gleich den Kopf abzuschneiden, aber okay. Kopf von Elijah Twong. Und Silbermond. Hey, einer scheint irgendwie Gefallen dran zu finden, wenn wir Leuten den Kopf abschneiden. Okay. Ich will ja jedem seine Vorlieben lassen, ne? Nicht, dass ich was dagegen hätte. Marschbefehl. Was wünscht die Rune? So, da reden wir gleich mal mit einer. Das kommt schon noch, keine Sorge. Erstmal will ich jetzt endlich mal das große Haupthaus bauen. Im großen Haupthaus kriegen wir nochmal eine Einheitenerweiterung und das große Haupthaus kann noch etwas Tolles. Ich zeig's euch gleich, sobald es errichtet ist. Die Rune ruft für das Licht. Die Rune ruft. Oh, Sergil Twonk. Unverzüglich. Noch ein Twonk. Vorwärtskrieger. Die Twonk-Familie, die Twonk-Family ist ja very weit verbreitet. In die Schlacht. Ja, und da seht ihr einen Utran-Landsknecht. Wenn ihr den anschaut, dann wisst ihr auch, was ein Landsknecht ist. Eine der neuen Einheiten, die wir ausbauen können. Gepanzerter Nahkämpfer mit Hellebarde und schwerer Eisenrüstung. Also schon ein ziemlich hartes Tier. Hat dann ja 200 auf ihn. Der Paladin ist so gesehen die Krone der Schöpfung der Menschheit. Nahkämpfer mit Langschwert, Schild und schwerer Eisenrüstung. Zauber Aura der Flinkheit für höhere Trefferquote. Und, besonders wenn wir gegen Untote kämpfen, göttlicher Zorn, Schaden gegen Untote. Unglaublich effektiv, glaubt's mir. So, ja, dem Nächsten den Kopf abgeschnitten. Befehl.